das Buddhistische, alles ist Leiden und wie kommt man da raus? Und letztlich ist alles ein mitleidiges Heulen mit dem Endziel alles Lebendigen. Das wurde dann schnell umgeschrieben in diese karmischen Hoffnungsillusionsphantasmen erneut. Das Mitleiden wurde zur Misericordia, zum Beispiel im Christentum umgedeutet, um die Machtspielchen aufrechtzuerhalten. Mitleidig statt Mitleiden, etwa so wie Freud von Leiden statt Elend spricht.